abzudichten und nicht, dass hier das Ding in unser Raum. Aua! Aua, Feuer! Stirbt jetzt nicht. Alter! Warum brennt denn hier alles? Hör doch mal auf. Alter, das wird aber schlimmer. Auf, aus jetzt hier. Ende Gelände. Hallo und herzlich willkommen zu Crash Landing. Ohne Early Boy und Klüm, aber mit der lieben Miri. wir haben ja, ihr habt ja wahrscheinlich in Early Boys Video gehört, dass er gesagt hat, wir leben nur 3 bis 5 Folgen. Und da kann ich mir schon denken, dass der ein oder andere sagt, ja, der Balou labert, der soll es jetzt mal selber besser machen. Und das tue ich jetzt hiermit. Ich versuche das Ganze möglichst geschickt anzugehen und nicht zu failen oder unfähig zu sein, sondern das Ganze wirklich mal strukturiert anzugehen und mit etwas weniger Unfähigkeit zu hantieren. Wo rennst du hin, Miri? Da. Und wir machen direkt die erste Quest, wo man dieses Wasser-Dingsbums da kriegen muss. Da gibt es schon mal unseren Camel-Pack. Das sorgt einfach dafür, dass wir hier nicht verdursten. Das kann man nämlich mit Water-Bottles füllen, damit die Temperatur auf einem Level bleibt und man nicht überhitzt. Die Cold-Water-Bottles passen da leider nicht rein. Die tue ich auch einfach in die Kiste, weil ich weiß noch nicht, wofür man die braucht, aber sie nützen mir im Prinzip nichts. Dann sind hier ein paar Start-Items. Der Oxiv und eine Crafting-Station. Da haben wir gleich auch was zum Bauen haben. So, und jetzt, Miri, kannst du mal die Quest The Easy Way starten, weil Early und Klüm machen auch The Easy Way. Da können wir das auch. So, nicht The Hard, nein. Nicht. Nein, bitte The Easy Route, ja. Ja. Und dann Manual Submit. So, und dann kriegen wir unsere erste Belohnung. Du kannst mir dein Zeug auch gerne geben, außer das Essen und die Zapplings kannst du das behalten. Den Rest kannst du mir geben. Den Rest wirst du haben. Ja, und dann können wir uns schon mal einen Klon anfertigen, damit wir nämlich... Ach, das Brot darf ich behalten. Ja. Stimmt. Hast du, ja, Essen ausnahmsweise mal. Dankeschön. Weil ich so nett bin. Ja. So, ich stelle jetzt schon mal unsere Klonapparate auf, sodass wir, wenn wir sterben sollten, was wir natürlich nicht werden, aber wenn wir sterben sollten, dass wir zumindest dann ganz schnell wieder da sind. Du müsstest einmal herkommen. Ja, gleich. Und einmal ich nehme mal den linken, einmal dich an das Gerät hier binden. Welche? Den rechten einmal, mit rechter Maustaste auf den rechten, ja. Das? Ja. So, jetzt müssen wir die konfigurieren hier, dass links und rechts auch Strom rausgeht. So, und jetzt müssten theoretisch von uns Kopien erstellt werden. Ja, da kommt, da ist deine DNA drin. Okay, wenn die wächst jetzt, die DNA, und die wächst die wächst. DNA, Alter. Ja, bestimmt. Da kommt auf jeden Fall eine Kopie jetzt von uns, und sollten wir sterben, haben wir halt die Chance, dadurch einmal wieder belebt zu werden. Jetzt the very basic, wir brauchen Bone Meal und Dust und eine Water Bottle, dann kriegen wir schon mal unser erstes Erde, damit Miri an Bäume rupfen gehen kann. Ich? Ja, natürlich. Ja. Danke. Ja, das ist Frauenarbeit. In die Bäume gehen. Mhm. Ja, ich musste das schon immer bei SkyQuest machen. Das kann jetzt hier mal wer anders machen. Toll. Wie viel Dust hast du denn schon? Über einen Stack. Okay. Wir haben ja ein bisschen Early Boy und Klüm ihre Videos geguckt und haben halt geguckt, wie unfähig die sind. Haben uns also überlegt, wir werden das auf jeden Fall jetzt so spielen, dass wir die erste Nacht noch uns komplett einbauen werden und in Sicherheit begeben werden. Und die zweite Nacht, ich guck mal eben, dass ich uns Erde kriege. Und ab der zweiten Nacht dann versuchen, uns irgendwie eine Schutzmauer oder so zu errichten, damit wir das Ganze auch überleben in diese Mob-Invasion. Da haben wir ja eine Schusswaffe mit jeder Menge Munition, aber die wird nur im Notfall benutzt, weil darum halt. So, habe ich schon Bone Meal? Nein, erst Salz und Redstone. Ja, können wir schon mal eine Redstone-Falle bauen. Was machst du? Ich? Gehst du mal Bäume fällen? Ach, wir haben schon Erde? Nein. Yes. Ach doch, natürlich, wir haben ja schon Bäume. Oh, ja. Stimmt, ja, ist ja in The Easy Root Pack mit drin. So, wenn ihr das ja mit, da ist eine Quest fertig, da kriegst du deine erste Erde. Willst du meine Erde auch haben? Und das Bäume brauchst du wahrscheinlich auch, um Bäume zu pflanzen. Hier. Denk dran, wir müssen die Bäume mit diesen, sobald du kannst, diese Crutches, diese, wie heißen die denn? Die, wo man Würmer aus den Bäumen kriegt. Ach so. Diese ekligen Dinger da, diese... Genau. Ne, du verstehst mich, ja? Wir verstehen uns blind. Genau, ja. Richtig.
Und? Schon Baum gefällt? Schon fertig? Mann, du bist so unproduktiv. Na, wird das heute noch was? Ich kann, Ja. Miri sitzt ja neben mir. Ich kann ja mal gucken, ob sie ordentlich Ja, Bäume du fällt. guckst, wie ich arbeite. Ja, natürlich. Ich glaube, ich sollte den Tag nutzen, um Sand zu farmen, Ja, glaube ich, wäre ja. sinnvoller. Du machst Holz und ich mach Sand. Okay. Ja. Ja, so. Ach so. Außerdem bin ich der Meinung, dass wir dieses Zeug hier, ich sichere das mal ab, dieses Lava-Zeug hier, nicht, dass uns das mal irgendwann hier das Genick bricht. Ich versuche mal das irgendwie abzudichten und nicht, dass hier das Ding in unser Raum. Aua! Aua, Feuer! Stirbt jetzt nicht. Alter! Warum brennt denn hier alles? Hör doch mal auf. Alter, das wird aber schlimmer. Auf, aus jetzt hier. Ende Gelände. Schluss mit Feuer. Kein Feuerfeuer mehr. Kann das mal aufhören? Ich versuche das gerade abzudichten. Ich sehe das schon kommen, dass ich an dem Zeug einfach gleich verrecke. Ich Da habe mache ich gesagt. allein weiter, ja? Ja, super. Könnt ihr das jetzt mal aufhören, sich die ganze Zeit hier. Guck dir das doch mal an, die Scheiße. Alter, das ist nicht deren Ernst. Ich brenne. Haben wir Wasser? Ja, hier Ja. drüben. Ich dichte das doch nur ab. Seid doch mal nett zu mir, du, ihr blöd. Oh nein, ich brenne. Ich was? Wieso habe ich eine High Temperature? Weil ich an dem Feuer zu nah dran war. Klar, weil du. Ja, das konnte ich ja vorher nicht wissen. Natürlich, das ist Nein. logisch. Das was? Das ist das gar nicht logisch. Nein, es wird nicht warm am Feuer. Das ist heiß am Feuer. Also darf ich mich diesem Zeug da hinten nicht mal nähern? Wie scheiße. Guck mal, da ist ein Wurm. Du hast einen Wurm übersehen. Ja, kannst ihn haben. Nee, Ich danke. schenke dir den Wurm. Lecker. Nein. Ich bin nicht so der Wurmfreund. Es tut mir sehr leid. Also, Würmer lasse ich mal für Frauen. Dankeschön. Das ist für die Koch. Das kannst du kochen. Du bist ja hier die Hausfrau. Also. Irgendwie bin ich ziemlich überhitzt. Ich verstehe gar nicht warum. Diese scheiß Feuerpartikel, Mann, geht weg. Ich kühl doch schon ab. Halten wir fest. Das da hinten zu löschen ist eine. Aber guck, es ist fast weg. Du Ja, könntest mal stimmt. hingehen und den Rest abdichten da. Nein, ich bin für Bäume zuständig. Doch, du hast doch nur Angst zu sterben. Nein, ich bin für Bäume zuständig. Und für Kochen. Ja. Ah, wir haben eine ganz klassische Rollenverteilung in unserer Beziehung. Miri kocht, ich esse es auf. Ja. Finde ich fair. Voll. Es brennt immer noch alles da hinten. So eine Kacke. Wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie später noch zukriegen. Vielleicht morgen, wenn ich dann nicht mehr so heiß bin. Ja, die Sonne ist auch jetzt gerade am Untergehen, also noch nicht ganz am Untergehen dran, aber ich farm jetzt mal weiter, damit wir direkt genug Ressourcen haben für den nächsten Tag. Wie viel Holz hast du schon, Schatzi? Nicht so Genug? viel. Nicht? Dann lass mal hier diese Dinger wegmachen, erstmal sein und mach mal ein bisschen mehr Holz noch. Also, dass wir dann ein bisschen mehr Bäumchen, noch ein bisschen mehr Holz kriegen. Ja? Ja, das wäre wichtiger. Also einfach Holz weg, nächsten Baum pflanzen, Holz holen. Die Saplings kommen ja auch von alleine runter. Das Problem ist, wenn wir unsere Barrikade bauen wollen, können wir das auch nur aus Dust machen. Es gibt aber halt Monster, die können fliegen und die kommen auch überall drüber und dann kann auch noch von oben vom Raumschiff was kommen und so. Das ist schon, was ich so bei Early und Klüm gesehen habe, irgendwie alles nicht so einfach. Aber davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Schließlich bin ich der Einzige, der bei SkyQuest die ganze Zeit immer alle Missionen und allen Scheiß macht. Und die beiden immer ne, und Dalukat und die machen immer nur Scheiße. So. Ich habe irgendwo gesehen bei denen in der Folge, dass irgendwelche Monster immer von vorne hier in das. Da ist das Loch. Genau, da fallen die nämlich immer rein, da konnte man die killen. Ich muss mal irgendwas gucken. Haben wir hier wohl Punji-Sticks? Punji. Haben wir, aber ich glaube, wir haben noch kein. Nee, wir werden wohl noch kein Dings haben. Ja, warte, lass mich überlegen, was ich sagen will. Wir Ja. haben wahrscheinlich noch kein Sugarcane. Mann, das wollte ich sagen. Also ich habe Sugarcane. sowas nicht. Ich weiß nicht, ob du sowas hast. Nein. Guck mal, da Nee. hier brennt alles. Oh, guck mal, hier ist ein Loch. Ich flick das mal. Kackfeuer! Was ist falsch mit dem Zeug? Das kriege ich so gar nicht abgedichtet. Das kriegt man erst mit Stein dicht.
Kannst halt nur verhindern, dass es ausläuft. Ich habe gesagt, ich will verhindern, dass es ausläuft. Nicht, dass hier alles verbrennt, meine Nerven. Aus jetzt. Weg mit dir, Feuer. Böses Feuer. Ach komm. Nicht euer Ernst. So. So. Jetzt brenne ich schon wieder. Ja. Machst du ganz toll. So. Siehst du, jetzt ist das... Au, 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 au. Es wird Nacht. Ja, ich würde empfehlen, dass wir jetzt reingehen. Noch ein Baum, warte. Hallo? Warum wächst der nicht? Mach mal nochmal drauf. Ich will nicht sagen, aber es wird Nacht. Hallo? Ja, ja, ja. Ja, nimmst du die Erde mal mit? Du Mädchen. Nix Mädchen. Ich mach den Baum hier weg. Ja, ja, gleich. Du willst ein bisschen lebensmüde heute oder ja, so? Ja, schon. Merkt das schon. Ich bin irgendwie etwas überhitzt. Kommst du jetzt rein? Aus jetzt! Feierabend mit Spielen. Komm rein hier. Das spawnen gleich 1000 Viecher. Ja, aber jetzt doch. Ihr überlegt doch mal, wie oft Early Boy und so gestorben sind, hä? Oh, ja. Guck hier, unsere Klone sind fertig. Oh, hübsch. Ja. Hat uns ganz schön viel Strom gekostet, sehe ich gerade. Einer geht noch. Also, wenn einer von uns beiden stirbt, kann man den einmal reproduzieren. Aber das war's dann auch. So. Jetzt haben wir ganz viel Holz. Wie viel Holz haben wir? Ein bisschen was. Reicht das, damit ich die ersten Werkzeuge bauen kann? Dann nimm. Weiß ich nicht. Schön. Dann nimmst du den Dust und ja. Siebst es. Das ist Frauenarbeit. Das ist eine schöne Arbeit. Frauenarbeit. Ja. Nicht? Ja, klar. Ja, siehst du. So ist die Rollenverteilung hier nämlich richtig. Aha. So, jetzt kriegst du auch erstmal eine. Ich mach dir noch eine Chest dabei. Ich noch trinken? Solltest du haben, theoretisch. Zwei. So, hier hinten kannst du das Zeug reintun. Zuck, zuck, zuck. Zack, zack, zack. Zack, zack. Nee, die Munition nicht. Was machst du da? Nix. Mhm. Ich habe noch zwei Water Bottle. Ich glaube, wir kriegen aber. Lass mich mal schnell gucken. Drinking Mood, wenn wir Wasser und du kannst, hast du ein Dirt? Ja. Dann gib mal rüber eins. Du hast eins und ich habe eins. Nee, also ich meine, du müsstest zwei haben. Dann können wir mal eben die Quest machen und du machst die selber. Mach mal eben die Quest mit dem Wasser. Also Flasche und Dreck ergibt Wasser. Wie ganz logisch, weil Wasser und Dreck ergibt immer. Ja, macht Sinn. Und ich nehme schon mal die Knarre von der Wand. Wer weiß, was hier jetzt gleich so auf uns zukommt. Die kann man nachladen. So, mit schöner Munition. Okay. Außerdem wollte ich jetzt halt die Quest machen mit Tools and Trades. Stonehammer und eine Bonecrook. Den Hammer kriege ich ohne Probleme hin. Nein, Mira hat noch nicht genug Stein gesammelt. Oh. Ich? Ich? Ja. Ja? Da. Los, ab an die Siebe. Ich sollte doch jetzt irgendwas mit dem Dirt machen. Ja, Dirt und Flasche übereinander ergibt ein dreckiges Wasser. Und dann haben wir eine Quest fertig. Theoretisch. Okay. Wenn du das Manual Submit musst du noch drücken. Ich muss erstmal die Quest finden. Die. Ja, Manual Submit. Richtig. Sehr schön. So, da haben wir nämlich ein neues Dreck noch und neue Wasserflasche. Ich bräuchte noch eine Kiste, wo ich mein Zeug reintun kann. Nimm mal die hinten links da irgendwo. Links? Wieso hast du bitte schön noch so viel Trinken in deinem Inventar? Reden wir mal nicht von. Hier, tu hier sowas, so Pflanzen und das Wertvolle. Weißt du, das Ganze. Wo, in welches? Hier hinter mir. Oder da hinten, ist egal. Nimm einfach in eine von den Kisten, ja. So, was haben wir noch Schönes? Das ist, wenn man das kocht, aber wir müssen Tools Trades machen. Dafür brauchen wir ein bisschen von den Viechern. Und ich habe gesehen, die haben das richtig klug gemacht, hier Early und Klimm und haben hier die Monster angelockt. Komm, Mietz. Wenn du jetzt stirbst. Was? Ach, Early ist da doch nicht durch gestorben. Oder doch? Kommt. Mietz. Hallo, hier sind wir. Hier. Hallo. Muss ich den erst noch anlocken hier, oder was? Oh, hallo. Baby-Zombie. Den wollte ich nicht anlocken. Kommt. Yes, da ist der erste. Und da auch noch so ein mega starker. Ich glaube, ich habe was Falsches weggebaut. So war das nicht geplant. Ja? Ja, ja, ich.
Ja, jetzt kommen die da halt nicht rein und bleiben nicht drin, weil ich den Stein weggemacht habe. Ich meine, die kommen rein, aber Mist. Unfähig. Ja, nein, bin ich unfähig. Doch Okay, schon. lassen wir das. Hast du. Kannst du mal das Zeug darüber tun? Ich muss mal gucken, ob wir genug haben für den Stone. Zeug darüber tun? Ja. Ob wir genug Steinchen haben? Nein, ist nicht genug. Mist. Es könnte jetzt mal Tag werden. Ist schon Tag? Bestimmt. Ich baue dann schon mal die Werkzeuge, die ich auswendig weiß. Ich weiß zwar, was als nächstes, dass man diese ganzen Toolforge-Sachen braucht. Dafür brauchen wir jetzt erstmal ein paar von diesen ganzen Gerätschaften. Falsch rum. Ein Part-Builder brauche ich. Dann brauche ich den ganz normalen Stencil-Table. Dann brauchen wir noch. Wir brauchen vor allem mehr Sticks. Mehr Patterns. Da. Ein paar mehr Patterns noch. Dann brauche ich davon diese komische Chest. Zack, 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 zack. Chest. Und. Ach halt, ich wollte erst Patterns machen. Patterns, Chest und Pattern drauf. So, und da fehlt jetzt nur noch die Workbench und das Teil da oben drauf. Warum ist die Musik so laut? Weiß ich nicht, bei mir auch. Aua. So, das müssten die theoretisch sein. Die Grund. Ich muss mal eben den Sound leiser machen. So, besser. Die stelle ich mal hier hinten rechts in den Raum. Da haben wir genug Platz. Ich muss jetzt nochmal gucken, was war. Ich glaube, das ist der erste, wo man genau, wo man die Patterns drin baut. Dann haben wir hier neben Platz für. Eigentlich haben wir gar keinen Platz hier in dem scheiß Raumschiff. Die Chest Chat, die Two Station. Nein, das ist die falsche. Die wollte ich hier nicht hinhaben. Ich habe noch ein paar Steine in die Kiste getan, falls du Ja, brauchst. gut. Okay, sehr gut. Ja? Das brauchen wir gleich, wenn wir Dingenskirchen bauen. Okay, habe ich verstanden. Wenn wir den Hammer bauen. Wenn wir dann auch die Cruets bauen aus. Wow. Guckt euch mal die Monster an da draußen. Die sehen auch gar nicht gefährlich aus. Nee, nee. Ja, aber wir haben schon mal einen Tag überlebt, ja? Das wollen wir jetzt mal festhalten. Und ich würde auch sagen, an der jetzigen Stelle beenden wir die heutige Aufnahme. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da, dann sind wir auch mehr als motiviert weiterzuspielen und zu überleben. Und deswegen wollen wir ja zeigen, dass wir besser sind als Early und Klüm. Was wir hoffentlich auch sind. Was ich aber noch nicht ganz sicher bin. Aber das werden wir sehen. Dann schaltet auch morgen ein, wenn wir. Ach, gar nicht wahr. Das kommt ja. Das kommt alle 2 Tage im Wechsel zu SkyQuest. Ja, also wie bei Early, immer dann, wenn Early sein Crash Landing mit Klüm hochlädt, dann kommt auch mein Crash Landing. Und deswegen, haut rein, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir rausgehen und hoffen, dass möglichst alle Monster tot sind. In dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.